Liebe Schachenthusiasten, herzlich willkommen zu einer neuerlichen Ausgabe unserer monatlichen Spaßschau. Heute mit der Ausgabe Juli und ich befinde mich mal wieder im Studio mit meinem geschätzten Großmeisterkollegen Jan Gustafsson. Und wir werden in dieser Ausgabe über die Highlights in diesem Monat sinnieren. Jan, was war so eigentlich alles los in diesem Monat? Hatten wir ein Sommerloch oder war im Gegenteil gerade sehr viel los in der Schachwelt? Es war einiges los, wenn du mich fragst. Laufen einige Superturniere, beziehungsweise liefen. Dortmund ist vorbei. Biel ist noch im vollen Gange, während wir aufzeichnen. Aber einiges schon passiert. Es gab die ACP Classic, heißen sie, glaube ich, mit Hängepartien und allem drum und dran in Bergamo. Es gab die Frauen-Europameisterschaft. Und es gab auch abseits des Schachbretts einiges an Diskussionen und Action, hauptsächlich bezüglich der Schacholympiade, die in weniger als 2 Wochen losgehen soll in Tromsø. Da gab es einige Kontroversen, die hoffentlich friedlich gelöst wurden. Also war nicht unbedingt ein Sommerloch. Alles klar, dann lass uns doch einfach gleich mal einsteigen mit dem stärksten Turnier Deutschlands alljährlich und einem der traditionsreichsten Superturniere, nämlich das Sparkassen-Chess-Meeting in Dortmund. Mhm. Das niemand Geringeres gewonnen hat als Fabiano Caruana mit einem ziemlich starken Score von 5,5 Punkten aus 7 Partien. Ja, ziemlich überzeugend. Den Rest des Feldes 1,5 Punkte distanziert. Hat auch getweetet gestern, glaube ich, Dortmund gewonnen mit 5,5 aus 7, 2,8 erreicht, Dritter in der Weltrangliste. Keine so schlechte Woche für ihn. Was will man mehr? Ja, kann man ihm zustimmen. Caruana, wir sind Fans. Nach wie vor sehr, sehr starke Performances und verdient über die 2,80 gehievt. 2,80, das habe ich auch schon geschafft. Achso, 2,68 gehievt. Okay, das ist ein feiner Unterschied. Ein feiner Unterschied von 720 Punkten. Wollen wir mal sehen, wie er es gemacht hat. Gleich in der, was mag das gewesen sein, ersten, zweiten Runde? Ich glaube, in der zweiten Runde. Er ist mit 2 aus 2 gestartet. In der ersten Runde hat er zum Leidwesen aller deutschen Fans David Baramidze geschlagen und in der zweiten Runde dort direkt dran angeknüpft mit einem schönen Sieg gegen Ruslan Ponomariov. In der russischen Verteidigung hatten wir irgendwann diese Stellung hier auf dem Brett, die ihr seht. Und Ponomariov spielte Läufer E6. Auf deine Ponomariov-Aussprache bist du ein bisschen stolz auch, ne? Das betonst du. Das war, also, wenn wir eine deutsche Sendung machen, dann spreche ich es schon auch auf Deutsch aus, sonst würde ich mir ein bisschen blöd vorkommen. Ja, okay. Ponomariov. Bisschen wie Musik. Ja, nur anders. Ja, aber Russisch ist schon die schönste Sprache der Welt, sagen eigentlich alle. Okay. Ich habe das noch nie gehört, muss ich gestehen. Wenn du das oder sagst. Waren Blumen die schönste Sprache der Welt? Ich bin mir da plötzlich nicht so sicher. Russisch oder Blumen? Eins von beidem. Musik. Interessant. Schach ist die schönste Sprache der Welt. Wie hier Fabiano Caruana überzeugend nachweist. Allgemein eine Stärke von Caruana ist, dass er gegen die ganzen Haupteröffnungen Wege gefunden hat, Druck zu machen. Gegen die Berliner Mauer hat er einige schöne Siege erzielt und hier setzt er Russisch. Unter anderem in diesem Turnier. Später dann in einer folgenden Runden gegen Mickey Adams. Auch eine sehr schöne Partie. Korrekt. Alles zum Studium empfohlen. Und hier hat er auch positionell schon einiges erreicht gegen Ruslan Ponomariov. Und nach G6 ist Schwarz schon am Schwimmen. Und hauptsächlich zeigen wir diese Partie wegen der sehr schönen Abschlusskombination. Es folgte Turm G7. Ich wollte nur kurz anfügen. Ich weiß nicht, auf den ersten Blick sieht eigentlich die schwarze Stellung ganz solide aus. Der Läufer deckt beide Schwächen hier auf F7 und D5. Der Bauer G5 könnte ein bisschen schwach werden. Die Stellung ist sehr symmetrisch und es ist nicht ganz klar, warum Weiß in den nächsten 5 Zügen die Partie gewonnen haben sollte. Ja, G6 hebt die Stellung halt ein bisschen aus den Angeln. Der Läufer auf E6, der alles deckt, wird entwurzelt. Und das führt zu einigen Problemen bei Schwarz, wie wir sehen. Schwarz kann natürlich nicht schlagen, weder mit dem Bauern noch mit dem Turm. Und spielt deswegen einfach Turm G7. Und nach dem Abtausch auf F7 sieht es so aus, als würden beide gleich das Remis unterschreiben. Denn mit 4 gegen 4 auf einem Flügel, einen Bauern wohlgemerkt, und gleichem Material, würde man nicht gleich darauf kommen, dass an dieser Stelle sollen wir... Wollen wir hier die Zuschauer mit einbeziehen? Denkt nach! Wie kann Weiß am Zug die Partie für sich entscheiden, wenn ich es noch nicht gesehen habe? Ist eine sehr schöne, schöne Kombination, die ich in dieser Form auf jeden Fall noch nicht gesehen habe. 2 stille Züge und matt.
Also, wenn ihr ein bisschen länger braucht, drückt ruhig mal auf Pause. Und, ich dachte, wir mal jetzt 5 Minuten Pause, gucken in die Kamera so. Können wir auch machen. Sollen wir das machen? Nee, wir haben noch keine Zeit. Richtig. Also, ihr habt es natürlich schon gefunden. Turm E7 ist hier der spektakuläre Zug, der die Partie entscheidet. Weiß greift natürlich hier den Bauern auf C7 an, wonach es dem schwarzen König eindeutig an den Kragen gehen würde. Der Läufer auf F7 ist gefesselt. Schwarz hat keine Wahl, er muss Dame schlägt E7 spielen. Ich habe die Partie live kommentiert und ich dachte an einen Übertragungsfehler, muss ich gestehen. Nein. Als ich Turm E7 das erste Mal gesehen habe. Er stellt seinen Turm sinnlos auf ein ungedecktes Feld. Ich dachte, da muss was mit der Übertragung nicht stimmen. Aber er hatte tatsächlich eine Idee nach Turm E7. Dame schlägt E7. Kommt die Pointe, warum man den Turm aufgegeben hat. Und wahrscheinlich hat er das bei Turm E7 schon antizipiert. Oder meinst du, er hat erstmal Turm E7 gemacht und dann Glück in der Stellung. Oh, vielleicht war das einfach seine Intuition. Ja, Läufer A6 natürlich die Idee. Ein weiterer, sehr stiller Zug, der aber das nicht so stille Dame B7 Schachmatt droht. Und die einzige Möglichkeit, das zu parieren, ist König schlägt A6, wonach es auf einem anderen Feld einschlägt. Dame A8 und Schachmatt. Wir sehen hier also den Sinn von Turm E7. Der Sinn von Turm E7 war, die Dame von der 8. Reihe abzulenken, um dann später dieses schöne Dame A8 Matt zu haben. Also eine sehr schöne Abschlusskombination. Die schwarze Stellung war tatsächlich schon ziemlich schwer zu verteidigen an dieser Stelle, aber ja, so die Partie zu enden, das hat was. Ja, Dortmund hat allerdings nicht nur Gewinner. Auch für Ponomarev lief es nicht so doll. Noch schlechter lief es, glaube ich, für Wladimir Kramnik, der sieglos mit 2,5 aus 7 das Turnier, was er 10-mal gewonnen hat, beenden musste auf dem vorletzten Platz. Der wird nicht glücklich gewesen sein. Und in der ersten Runde nahm das Übel eigentlich schon seinen Lauf, als er mit Weiß ziemlich chancenlos und schockierend schwach, muss man sagen, gegen Georg Meyer unterging, der ihn völlig überspielt hat. Und die Partie, weil sie sehr instruktiv ist, hat Ilja natürlich sich gewünscht für dieses Programm. Und führ uns doch da einmal durch die Schlüsselmomente, lieber Ilja. Also, die Schlüsselmomente beginnen direkt im ersten Zug. C4, C5. Also wir gönnen uns tatsächlich hier die ganze Partie, aber wir werden die meisten Phasen der Partie relativ schnell durchgehen. Also C4, C5, Springer F3, Springer F6. Kramnik strebt also kein Theorieduell gegen Georg Meyer an, sondern verlässt sich auf seine, zumindest nach seiner Meinung, überlegene Spielstärke und wählt einen ruhigen Aufbau. Und hier nach D5 gibt es eigentlich keine besonders ernstzunehmenden Alternativen zu dem Zug C schlägt D5. Vielleicht kann man, D4 ist auch kein guter Zug hier wegen D schlägt C4. Ja, in dieser Stellung wird eigentlich fast ausschließlich auf höchstem Niveau vor allem C schlägt D5 gespielt. Aber Kramnik ließ sich hier zur kurzen Rochade hinreißen, wonach Schwarz ganz entspannt hier mit D4 weiter einen Raum gewann. Und hier sieht man eigentlich schon, dass die weiße Eröffnungswahl ziemlich ambitionslos war und es jetzt noch nicht mal klar ist, wie er gedenkt auszugleichen. Sicher, die Stellung ist halbwegs geschlossen. Hier kann man, wenn man glaubt, der bessere Spieler zu sein, seinen Gegner langsam auslavieren, aber eigentlich ist die Stellung fast schon besser für Schwarz. Ja, Rochade auf jeden Fall kein kritischer Zug. Und noch schlimmer, oder ich weiß nicht, ob noch schlimmer, aber nach E5, zum einen spielt er hier nicht B4, was er mit A3 vorbereitet hatte, was logisch aussieht. Stattdessen D3, Schwarz verhindert jetzt B4 mit A5. Und hier der sehr merkwürdige Zug A5. So wie Weiß gespielt hat, würde es eigentlich näher liegen, wenn er E4. Ich bin ein bisschen verwehrt mit den Feldern. Du hattest heute erst 3 Kaffee, oder? So bist du ein bisschen müde. Ja. Der sehr merkwürdige Zug E4. Näher lege eigentlich der Zug E3, um noch zu einer Art Benoni-Stellung überzugehen. Auch nicht toll für Weiß, absolut nicht. Aber mit E4 hier die Stellung so zu schließen, tut er sich keinen großen Gefallen. Er strebt eine königsindische Struktur an. Aber nach Läufer E7, Springer E1 gibt es einen wichtigen Faktor. Schwarz hat mich noch nicht rochiert. Richtig, und deswegen setzte Meyer hier zum interessanten und meiner Meinung nach auch ziemlich starken Zug H5 an.
sehr lehrreich in diesen Stellungen, wenn Schwarz noch nicht rochiert hat und Weiß steht bereit zu F4, ist H5, H4 häufig eine sehr gute Idee. Normalerweise würde man so eine Stellung eher mit vertauschten Farben erwarten, zum Beispiel, wie heißt diese Öffnung, D4, C5, D5, E5, Alt-Benoni. Irgendwie so. Alt-Benoni. Im Alt-Benoni. Aber hier spielt Kramnik diese Stellung eben mit Weiß und sein Mehrtempo bringt ihm in einer geschlossenen Stellung wie hier ziemlich wenig. Stattdessen hat er klaren Raumnachteil und sein Plan mit B4 wurde verhindert durch dieses A5. Wenn wir ganz kurz vielleicht nochmal hier zurück... Nein, wir haben noch keine Zeit. Nix zurück. Vorwärts. Aber es wäre eine Variante gewesen, okay, die dem Wolga-Gambit geähnelt hätte. Und das Wolga-Gambit ist eine der besten Eröffnungen weltweit. So, hier, wenn Kramnik hier B4 gespielt hätte, es hätte tatsächlich taktisch halbwegs funktioniert, weil Springer B4 natürlich zu Springer schlägt E5 führt und Läufer schlägt B4 auch zu Springer schlägt E5 führt. Nach Springer schlägt E5 diese Ressource Dame A4 Schach mit Doppelangriff auf König und Läufer und nach Springer C6 dann einfach hier tauschen und Dame B4 steht Weiß ziemlich gut. Also ein großes Rätsel, warum Kramnik hier nicht wenigstens zu B4 gegriffen hat. Wegen E4. E4, Springer, G5. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut für Weiß. Ja, B4 wäre ein besserer Zug gewesen, keine Frage. Okay, also A3, E5, D3 und dann A5 und nochmal A5, nein, und dann E4. Ja, E3 hätte, wie gesagt, zu einer Benoni-Stellung geführt, wobei Schwarz dann wahrscheinlich mit dem E-Bauern wiedergenommen hätte. Können wir noch einmal zurück zur Stellung nach D4? Ich würde gerne die nächsten Züge noch einmal erklären. Kommen wir dann zu dieser Stellung H5, F4 und jetzt H4. Also wir sehen, der Turm wird auf diese Art und Weise ins Spiel gebracht. Der schwarze König bleibt entweder im Zentrum stehen, könnte vielleicht aber auch irgendwann sich nach F8 verkrümeln oder sogar lang rochieren. Da die Stellung aber geschlossen ist, gibt es keine unmittelbare Gefahr für ihn. Und Kramnik beschließt hier mit F5 die Stellung am Königsflügel weiter abzusperren und dann später vielleicht mit G4, G5 fortzusetzen. Nun öffnet Meier erstmal die H-Linie und spielt G6. Und jetzt wird klar, dass auf einmal Schwarz hier am Königsflügel aktiv werden will. Dafür weiß hier wirklich schon alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Und das wird man nicht häufig sehen von Wladimir Kramnik nach 12 Zügen wirklich im höheren Sinne schon auf Verlust zu stehen. Er hat keinerlei Spiel am Damenflügel. Der Königsflügel wird jetzt ihm eher zum Nachteil gereichen, weil sein eigener Monarch exponiert steht da. Und es ist eine fast schon strategisch hoffnungslose Stellung. Und das ist wirklich, ab und zu sieht man einen Einsteller, aber strategisch so schlecht zu stehen so früh, habe ich selten gesehen von Kramnik. Ja. Also die Partie ging weiter mit Springer D2. Er versucht wenigstens noch ein paar Figuren zu entwickeln. Und auf den ersten Blick mag es vielleicht so aussehen, als wäre die weiße Stellung okay. Er hat dieses schöne Vorpostenfeld auf E4 und die Läuferdiagonale. Aber es gibt noch ein paar andere Faktoren, die in dieser Stellung eine Rolle spielen. Zum Beispiel der schlecht postierte Springer hier auf E1. Der wird noch zu einem richtigen Sorgenkind. Und die offenen Linien gegen den weißen König. Turm G8 greift den Bauern an. Dame F3 deckt ihn. Läufer D7. Turm F2. Das Problem ist, dass hier Springer E4 natürlich nicht geht, weil dann einfach der Bauer auf G3 fällt und mit dem Bauern will man ja auf E4 nicht so recht wiedernehmen, auch wenn es dem Springer hier ein ganz nettes Feld auf D3 gewährt. Nach einem Zug wie zum Beispiel Läufer G5 ist der schwarze Vorteil, denke ich, auch ziemlich offensichtlich in dieser Bauernstruktur. Also Turm F2 und nun Dame B6. Wir sehen also die schwarze Idee, einfach die lange Rochade und nun Turm E2 mit D gleich mit dem Turm hier wieder zu nehmen auf E4. Lange Rochade, Springer E4 und nun Dame B3. Jetzt kommt die Dame auch noch von der anderen Seite. Ein ganz nettes Feld hier. Hat sämtliche weiße Bauern im Blick. Und das Problem ist, dass Springer D2 mit der Idee, dann die Züge zu wiederholen, wahrscheinlich einfach Dame D1 nach sich führt. Und wir sehen hier, die Dame fesselt die ganzen weißen Figuren. Und es ist nicht ganz so einfach, sich hier aus dieser Lage zu befreien für Weiß. Also Springer D2 ging auch nicht. Springer F2 und hier sieht man schon, dass vieles schiefgelaufen ist. A4,
verstärkt die Stellung weiter so ein bisschen. Vielleicht Springer A5, Springer B3 später mal eine Idee. Läufer H6, Läufer F8. Jetzt werden die schwarzfeldrigen Läufer abgetauscht. G4, Turm G7. Eigentlich ziemlich einfach zu spielen für Schwarz. Einfach nach und nach die Figurenstellung zu verbessern. Springer E4, kleiner Abtausch hier. Türme werden verdoppelt und nun F6. Und die Idee ist hier ganz eindeutig, den Springer wegzuziehen und den Läufer nach C6 zu stellen und den Verteidiger des Bauern G4 zu eliminieren. Ja, die weiße Stellung ist absolut hoffnungslos hier bereits. Springer D8, Läufer C6 ist ein siegbringender Plan. Er krankt an dem schwachen Springer E1 und allgemein an seiner schlechten Partieanlage. Daher bin ich so sprachlos zu dieser Partie. Nun nimmt Schwarz auch noch mit dem Bauern zurück, deckt hier das Feld D5 für alle Fälle, öffnet sich die B-Linie für alle Fälle, weiß man ja nicht, wofür das noch alles nützlich sein könnte. Und der Springer strebt eine Route zum Beispiel über G5 oder D6 an. Ja, H6 wahrscheinlich eher, um den Bauern zu schlagen. Oder sogar H6. Es gibt sehr viele Möglichkeiten hier. Und sehr viele Pfeile. Schön. Dame E4, König C7, der Bauer wird noch überdeckt, Springer F3 und nun kommt der Springer. Ja, jetzt ist einfach was weg. Und es war gar nicht so einfach, seine Bäuer allein beisammen zu halten. Nee, sonst hätte Kramlex wahrscheinlich gemacht, aber wie gesagt, ich bin sprachlos zu der Partie. Es ist, ja. Ja, sie fallen jetzt wie reife Früchte und es gibt nicht viel, was Weiß noch machen kann. Er versucht hier noch ein bisschen Gegenspiel zu bekommen. Es sind jetzt drei Bauern mit Dame H2, aber eine Dame alleine hat noch nicht so häufig matt gesetzt und Meier bleibt cool, nimmt jetzt den vierten Bauern und versteckt sich dann mit dem König auf B6, Springer auf B7, der beste Freund des Königs, schützt ihn ganz gut und der Bauer wird zur Dame. Und ja, Kramnik gab hier auf. Keine besonders imposante Leistung von ihm, aber sehr stark von Meier gespielt. Und Kramnik sollte es auch in den folgenden Partien nicht schaffen, eine Partie zu gewinnen. Was doch sehr überraschend ist aufgrund seiner... Ja, er hatte einige Chancen gegen Baramidze, hat er eine Kombination ausgelassen, aber alles in allem nicht überzeugend. Und vor allem diese Partie sieht wirklich aus wie eine Partie aus einem alten Lehrbuch Amateur gegen Meister, wo Weiß strategisch viel falsch macht und zusammengeschoben wird. Was, ja, auf die Gefahr, mich zu wiederholen, wir von Kramnik nicht häufig gesehen haben. Also gucken wir uns hier nochmal kurz die Tabelle an. Fabiano Caruana, unangefochtener Spitzenreiter nach 7 Runden und Turniersieger, sehr verdient. Peter Leko und Georg Meier jeweils mit plus 1 auf dem zweiten Platz. Und dann haben wir Arkadi Neidic und Michael Adams mit 50%. Adams, Ponomariov und Kramnik, beides, alle drei, drei sind's, alle drei haben das Turnier schon mal gewonnen, dieses Mal wohl nicht und auf dem letzten Platz leider etwas abgeschlagen. David Baramidze, dessen erster Superturnier-Einsatz dieses Turnier eben war. Einen halben Punkt abgeschlagen, ne? Ich meine, viel weniger abgeschlagen kann man eigentlich gar nicht sein. Okay. Aber es lief nicht ideal für David. Es soll Leute gegeben haben, die noch schlechter abgeschnitten haben in Dortmund. Mir fällt gerade keiner ein. Aber grundsätzlich 4 Remis, 3 Partien verloren. Ich denke, gerade im Hinblick auf die Olympiade war das ein sehr gutes Aufwärmprogramm für ihn. Und wir sind gespannt, was die deutsche Mannschaft da reißen kann. Wo wir am Thema Olympiade sind, Sie werden es vielleicht verfolgt haben, es gab ein bisschen Kontroversen, hauptsächlich über die Teilnahme der Mannschaften, die die Deadline am 1. Juni verpasst hatten, ihre Mannschaft zu melden. Die prominenteste davon, die russische Frauenmannschaft. Da gab es viele offene Briefe und Anwälte im Einsatz zuletzt. Heute, wir nehmen das am Montag, den 21. auf, kam die Meldung rein, dass alle Mannschaften teilnehmen dürfen. Und wir hoffen, dass damit das Thema sich erledigt hat und wir eine schöne Olympiade erleben werden. Aber auch abseits des Schachbretts, wen es interessiert, Sie können es nachverfolgen, offene Briefe von jedem, der Rang und Namen hat. Jumschinov, dem Olympiadekomitee, Kasparov, Danailov. Es gab einiges an Action, aber jetzt scheinen die ersten Wogen geglättet zu sein und wir freuen uns auf eine schöne Olympiade, die schon bald losgeht, im nordnorwegischen Tromsø, in 10 Tagen nämlich.
Richtig, aber noch sind wir nicht im August. Wir sind noch im Juli und als nächstes wollen wir uns mal ein kleines, starkes Turnierchen im italienischen Bergamo anschauen, und zwar das ACP Golden Classic. Das ist die zweite Ausgabe des ACP Golden Classics. Das kann man Turnier schon Golden Classic nennen, wenn es erst die zweite Ausgabe ist? Wahrscheinlich Classic nicht. Classic ist doch eher so Klassiker. Ja, das hast du richtig übersetzt. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Veranstalter, nämlich ACP, also die Association of Chess Professionals, alles versucht, um ein gewisses Alleinstellungsmerkmal für dieses Turnier herzustellen. Nämlich nicht nur der Titel, sondern auch die Tatsache, dass dort 7 Teilnehmer teilgenommen haben. Teilnehmer nehmen teil, auch nicht schlecht. Mhm. Anstatt wie so üblich einer geraden Anzahl. Das bedeutet, dass jede Runde einer der Spieler jeweils immer aussetzen musste. Und der wurde dann reaktiviert, um die Partien live zu kommentieren. Also so wie du und Lawrence zum Beispiel. Nur vermutlich nicht ganz so gut. Wahrscheinlich nicht. Ein größeres Alleinstellungsmerkmal für mich ist eigentlich der Fakt, dass sie Hängepartien hatten, was man eigentlich mit gutem Recht seit 20 Jahren gar nicht mehr gesehen hat in der Schachwelt. Oder vielleicht sind es 25 Jahre. Ja, sagen wir 20. Aber auch damit wurde experimentiert in Bergamo. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Freund von Hängepartien, aber auf jeden Fall ein... Mir fehlt das deutsche Wort, unique. Einzigartiges. Ein einzigartiges Turnier mit einigen Alleinstellungsmerkmalen. So auch die Kombination des ACP-Präsidenten, der teilnimmt an dem Turnier, in dieser Position. Wer hat ihn wohl eingeladen? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht er selbst. Möglich wäre es. Vielleicht wollte er die Hängepartien. Vielleicht. Nicht. Es gab insgesamt 3 Hängepartien. 2 davon wurden tatsächlich ausgespielt. Eines wurde dann kurzerhand Remis gegeben, nämlich bei keinem geringeren Anlass als dem WM-Endspiel zwischen Deutschland und Argentinien. Daniele Vocaturo und Soltan Almaji einigten sich da einfach. Wer hat gewonnen? Deutschland, Argentinien? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon Deutschland, oder? Ah, okay. Ja, du verfolgst ja auch eher Basketball, ne? Nein, Fußball bin ich auch Experte. Wir sind Philipp Lahm, Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Ich war schockiert, im zarten Alter von 30. Also eigentlich das verstehe dein Alter ich ehrlich ungefähr. Gesagt. Bitte, ja. Ungefähr. Bitte. Ich verstehe es auch nicht so ganz, warum er zurückgetreten ist. Aber interessanterweise wurde mir von ausländischer Seite zahlreich zum Weltmeistertitel gratuliert. Bei Facebook und anderen sozialen Medien. Und auch im richtigen Leben. Das hat mich sehr überrascht, weil ich doch nicht so viel beigetragen habe zum Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Aber gut, Ich nehme alles an. Der Support aus der Heimat wird ihn schon... Einiges wird sie erreicht haben wahrscheinlich. Ich glaube, du hast auch den Gaucho-Tanz choreografiert, unter anderem, wenn ich da richtig informiert bin. Jetzt kommt's raus. Gut, also... Zurück zu Schach. Emil Sutowski, schöne Kombination. Aber vorher noch 2 Partien wurden ausgespielt. Ja, ich finde es auch relativ sinnfrei im Computerzeitalter. Also 2 Hängepartien wurden ausgespielt, diese Hängepartien. Ich habe einmal eine Hängepartie gespielt, im zarten Alter von 11 oder so etwas. Du hast auch mal welche gespielt. Du bist ja schon deutlich älter als ich. Aber ja. Weiser. Älter und weiser. Und deswegen halte ich auch, dir auch immer die Tür auf, wenn wir ins Studio gehen. Denn Alter vor Schönheit. Also, Dame F6 kam in dieser Stellung. Das war übrigens, also wir haben hier die Partie Emil Sutowski gegen Badur Jobava, einer unserer Lieblingsspieler. Absolut. Neben Richard Rapport. Die beiden sollten auch mal zusammen ein Match über 30 Partien veranstalten. Und hier, das war eine sizilianische Eröffnung mit zweitens B6. E4, C5, Springer, F3, B6 sieht man auch nicht so häufig auf 2700er Niveau. Ein bisschen provokant, dafür ist ja Badur Jobava bekannt. Viel Quatsch, ne? Bekannt, ja. Aber er hatte eine gute Stellung und hier aber an dieser Stelle griff er fehl nach Dame F6, also der Turm auf H8 wird angegriffen, E schlägt D6, könnte eine Idee sein mit einem kleinen Matt auf E7. Und er spielte hier Turm G8, der gute Jobava. Er wäre aber besser damit beraten gewesen, kurz zu rochieren. Wahrscheinlich missfiel ihm, dass Weiß mindestens hier ein Remis hat. Mit Läufer schlägt D6. Das sieht nicht ungefährlich aus. Aber wahrscheinlich ist es einfach Remis und Weiß hat nichts Besseres. Schließlich hat er schon eine Figur ins Geschäft gesteckt, nämlich hier... 2 Züge vorher, Springer schlägt D6, E schlägt D6. Das waren die beiden vorangegangenen Züge.
Wie dem auch sei, nach Turm G8 war es nicht Eschlag D6, der dem Schwarzen das gar ausbereitete, denn Dame D8 und alles ist okay, sondern der etwas überraschende Zug E6. Und danach ist tatsächlich die schwarze Stellung einfach mal verloren. Ja, ist sehr ästhetisch, finde ich. E6. Sehr überraschend auf jeden Fall. Verstellt einige Linien, ne? Dieses, ich kenne mich nicht aus, Überschneidung, wie nennt man das Motiv? Ich weiß nicht, wie man es nennt. Überschneidung nennt man es gar nicht. Mischung aus Überlastung und Verstellung vielleicht. Also F schlägt G6 zum Beispiel, kein guter Zug, wegen Läufer schlägt G6, Turm schlägt G6, Dame F8, Schachmatt. D schlägt E6, auch kein guter Zug, wegen Läufer schlägt C6, Dame F7 zum Beispiel. Zum Beispiel. Und die eigentliche Pointe nach E6, Läufer schlägt E6, folgt das relativ stille Läufer schlägt C6. Nicht ganz so still, weil es eine Figur nimmt. Und okay. Relativ still. Aber D schlägt C6, still ist der nächste das ist relativ stille. Das ist Turm ziemlich A1. Still. Und jetzt gibt es keine zufriedenstellende Verteidigung gegen Turm schlägt E6 und die andere Drohung Dame schlägt F7. Ja, zum Beispiel König nach D7, Turm schlägt E6, F schlägt E, Dame F7, Schach. Und Schwarz wird einiges an Sorgen haben. Weiß gewinnt hier sein Material zurück, wobei ich glaube, der stärkste Zug ist hier noch Turm F7, König A6, Dame schlägt G6. Und mit diesen unentwickelten Figuren, mit dem König auf A6, hier die Bauern sind auch alle ziemlich lose, hat Weiß eine Gewinnstellung, wenn auch diese noch ein bisschen Arbeit abverlangt. Das wird abverlangt. Vielleicht sogar ich gewinnen hier. Du bist ja auch berühmt für deine gute Technik. Das stimmt. Sutowski ist ja mehr so ein Angriffsspieler. Hau ruck, alles drauf und dann matt setzen. Na, ich glaube, er hätte hier matt gesetzt. Ich denke, er hätte das auch gewonnen. Wie dem auch sei, auf E6 folgte Springer E5, ein letzter Versuch. Aber nach einfach E schlägt F7, Läufer schlägt F7 und wieder dem stillen Turm A1 gab es keinen Ausweg mehr für Schwarz. Es droht unter anderem Läufer schlägt A8, nebst Turm schlägt E5. Und Dame schlägt D6 auch nicht so schlecht. Also diese beiden Türme hier auf der offenen E- und der F-Linie, die entscheiden den Tag. Es gibt keine Möglichkeit mehr für Schwarz hier, seine Figuren alle zu retten. Nee, E6, sehr hübscher Zug. Aber natürlich ist Jobava nicht umsonst einer unserer Lieblingsspieler. Und wir würden nie nur eine Niederlage von Jobava zeigen, wenn wir nicht danach sofort noch einen Sieg unseres Helden hätten. Und zwar hier gegen den Verlierer des Turniers, kann man sagen, Jan Nepomniachtchi, der, glaube ich, letzter geworden ist mit, ich weiß nicht, 2 oder 2,5 aus 7. Also gucken wir uns mal die Tabelle an. Furchtbares Ergebnis für ihn. Vielleicht soll ich kurz erwähnen, wer gewonnen hat. Wesley So hat wie immer gewonnen. Wesley So gewinnt eigentlich alle Turniere, so kann man sich das merken. Ja, also noch Filipino, bald US-Amerikaner, bei der Olympiade noch nicht für keines der beiden Länder an den Start gehen tatsächlich, weil er gerade im Begriff ist, die Föderation zu wechseln. Aber in diesem Turnier wieder sehr stark mit +3, 4,5 aus 6. Ein weiterer Turniersieg, den er sich an den Gürtel heften kann. Inzwischen mit 2,755 seiner neuen Live-Rating in den Top 10 angekommen. Nee, noch nicht ganz in den Top 10, aber Nummer 12 der Welt. Also er ein Platz hinter Kramnik. Zwei Plätze hinter Kramnik. Nein. Inzwischen ist Rachela Graf vor. Überprüfen. Ist ja auch egal. Nee. Wenn du so anfängst, hier müssen wir einmal ganz kurz was googeln. Ja? Zwei Plätze hinter Kramnik, Nummer 11, ist natürlich Lenier Dominguez. Aber wir werden das live in der Sendung überprüfen. Ja, ja, tatsächlich. Ich habe es gestern nachgeguckt. Also Lenier Dominguez, ein Kubaner. Und in Kuba war, glaube ich, das letzte Turnier, das Wesley So gespielt und gewonnen hat. Nämlich ja, danach wurde er einmal Zweiter in, ich weiß gar nicht, wo es war, Kanada. Hinter Ivanchuk, aber auch mit 7,5 aus 9 oder so. Aber Wesley So sehr stark im Kommen. Nepomniachtchi nicht sein bestes Event erwischt. Genau, also Nepomniachtchi, lustigerweise hier der Einzige, der unter seiner Elo-Erwartung gespielt hat. Also alle anderen haben sich auf seine Kosten ernährt. Ja, Bardo Jobava mit 2,713 genau derselben Leistung wie seine Elo es hätte erwarten lassen. Und ja, ein sehr bunt gemischtes Feld, wo jeder gegen jeden gefühlt gewonnen hat, eine Partie wenigstens. Und Wesley So grüßt von der Tabellenspitze. Das ist das, was ihr wissen müsst über dieses Turnier. Und was ihr auch wissen müsst, ist, dass Bardo Jobava ein fantastischer
Angriffsspieler ist. Und hier dem Ganzen ging schon eine kleine Kombination voraus. Und hier kommt ein besonders ästhetischer Zug, der Jan und mir ganz, ganz besonders gefallen hat. Nämlich Dame G6. Stellt sich gleich in zweieinhalb Figuren rein hier, die die Dame theoretisch gerne schlagen wollen würden, aber es nicht können, aufgrund von zahlreichen Fesselungen. Und von G6 aus greift die Dame natürlich F7 an. Bei Gelegenheit, der Läufer steht noch dazwischen im Weg, aber hauptsächlich greift sie den Turm auf D6 an. Und ein anderer Zug aber, der an dieser Stelle auch nicht so schlecht gewesen wäre, weil er mir so sehr gefällt, Läufer A4. Ist auch hübsch. Nicht so hübsch wie Dame G6, aber auch eine schöne Idee, um die Dame vom Turm auf D6 abzulenken. Droht Läufer schlägt B5. Aber Dame G6 ist der stärkste und nachdem man ihn gesehen hat, auch der einfachste Zug. Schwarz muss den Turm auf D6 decken. Nach König E7 folgt einfach Dame schlägt G7. Und den Rest können wir uns eigentlich schon schenken. Schwarz steht auf völlig verlorenem Posten. Mit gleichem Material ist der weiße Angriff übermächtig. Die weißen Figuren sind natürlich sehr dominant. Der König wandert im Zentrum rum und die beiden Läufer, die sind sehr, sehr stark hier. Okay, das waren diese beiden Turniere und es gibt noch ein weiteres sehr, sehr starkes Turnier, das gerade aber noch zu Gange ist, nämlich das Turnier im schweizerischen Biel, wo besagter Maxim Wachela Graf gerade drauf und dran ist, Kramnik zu überholen in der Elo-Liste und in die Top 10 einzusteigen. Also im Moment ist er da drin in den Live-Ratings. Mal gucken, ob er das nach dem Turnier halten kann. Er ist jetzt bei plus 3, glaube ich. Wenn wir uns mal einen kleinen Zwischenstand nach 5 Runden angucken. Nee, plus 2. 2 gewonnen, 4 Remis. Souveräner Tabellenführer. Weitere sehr starke Spieler im Feld. Und die Partie, die wir euch in diesem Fall zeigen wollen, ist die Partie zwischen Yifan Hu, der stärksten aktiven schachspielenden Frau heutzutage und möchtest du implizieren, Judith Polgar sei inaktiv? Sagen wir mal, sie ist semi-aktiv. Okay. Nee, Hu Yifan auf jeden Fall eine der großen Stories auch diesen Monats, könnte man sagen. Klettert unaufhörlich in der Elo-Rangliste nach oben. Mittlerweile virtuell bei 2660 und damit schon ziemlich in der Nähe von Judith Polgar. Ich weiß nicht, ob die 2660 stimmen, aber ich glaube, die Zuschauer sind gewohnt, dass wir irgendwelche Zahlen immer sagen. Auf jeden Fall hat sie sehr viel Elo gewonnen. Und die Fans schreien natürlich jetzt nach einem Match Polgar-Hu Yifan. Es wird viel spekuliert, wann wird Hu Yifan Polgar überholen. Wir werden sehen, aber auf jeden Fall spielt sie hier sehr gut. Das auf Kosten eines weiteren Freundes dieser Sendung, Anish Giri, der mit 0 aus 2 gestartet ist. Nicht besonders überzeugend. Danach 2 Partien gewonnen hat, wieder eine verloren. Es geht auf und ab bei Giri. Aber in der ersten, ist die erste Runde? Ja, das ist die erste Runde. In der ersten Runde vieler Hu Yifan zum Opfer. Wir haben eine sehr schöne Springer-Konzentration im Zentrum. Ich finde, so sollte man jede Partie anfangen. Springer auf E4, E5, D4, D5. Und dann gucken, was passiert. Könnte eine sehr interessante Schachabart sein. Interessant. Das würde ich dann spontan Gustafsson Random Chess taufen. So wie Fischer Random Chess. Man könnte die vier Springer vielleicht dann auch einfach zufällig anordnen. Nee. Schon so, ja? Okay, dann Gustafsson Chess einfach nur. Gustafsson Knights Chess. Also, vielleicht finden wir unter unseren Zuschauern den einen oder anderen Turnierorganisator, der gewillt ist und interessiert daran, ein solches Turnier durchzuführen. Ein Thematurnier mit Springern im Zentrum. Mit Springern auf G1 und B1 und G8 und B8 jeweils noch oder ohne? Nee, ohne. Ohne. Ich bin jetzt schon am Rechnen in der Stellung. Hier gibt es allerdings einige Faktoren, die Weiß noch zugutekommen. Hauptsächlich der weiße Mehrbauer Anish Giri hatte unterwegs schon einen Bauern geopfert. Etwas optimistisch. Und Hu Yifan gerade in Komplikationen, macht ihr kaum jemand was vor. Hier nach F3, der stärkste Zug, versuchte Giri sie zu verwehren mit Springer nach F4. Aber der Schuss ging nach hinten los. Springer D6, sehr, sehr stark gespielt. Und auf einmal verliert Schwarz eine Figur, egal was er tut. Also nochmal kurz zeigen, was die Idee von diesem Zug ist. Also Springer auf F4 und Läufer auf G4 hängen im Moment, sind aber beide tabu.
Nach Dame schlägt F4 ist Dame D4 nicht zu unterschätzen. Und Springer schlägt F3 wäre auch möglich. Stimmt, ja. Ja, Springer schlägt F3. Also der Läufer deckt ja diesen Springer so ein bisschen mit. Springer schlägt F3 auch eine Option. Und F schlägt G4 ist auch nicht zu empfehlen, wegen Dame schlägt D4 wiederum und einem kleinen Motiv. Absolut. Aber darauf fällt eine Yi Fan Hu natürlich nicht rein. Läufer B2. Sagen wir Yi Fan Hu oder Hu Yi Fan? Naja, Yi Fan Hu ist eigentlich die korrekte Art und Weise, sie auszusprechen. Und Yi Fan ist der Vorname. Ich sage ja auch nicht Gustav Sun Yan. Selten zumindest. Hätte ich aber nichts gegen. Herr Gustav Sun Yan. Okay. Ich kann dich aber weiter duzen. Du, Herr Gustafsson, sage ich dann. Du, Herr Gustav. Gut. Also, Springer D6 kam. Läufer B2 war auch ein ordentlicher Zug, aber Springer D6 ist eben noch stärker. Das ist sehr, sehr stark. Sehr stark sogar. Blockiert diesen Läufer und egal, was Schwarz tut, er verliert Material. Der Springer auf F4 ist angegriffen und wenn er sich tauscht auf E2, was gleich passieren wird, nach Dame schlägt E2, sind der Springer auf E5 und der Läufer auf G4 attackiert. Und nichts geht mehr. In der Partie kam es auch so ähnlich. Läufer schlägt D6, C schlägt D6, Springer schlägt E2, Dame schlägt E2, Dame schlägt D6. Noch der letzte Versuch deckt den Springer und greift den weißen Springer an. Aber Springer B5 rettet den Springer mit Tempo. Und nichts geht mehr. Dame F6 wurde noch versucht. Genau, Dame B6 scheitert an Läufer E3. Dame F6 kam noch. Hier hätte auch Läufer B2 gewonnen, aber Yi Fan Hu entscheidet sich, sofort einzucashen mit F schlägt G4, was auch die Partie ziemlich sicher nach Hause bringt. Zwei Figuren hier für den Turm. Und Läufer E3 mit der Idee Läufer C5 wird dann weiteres Material gewinnen, denn der Turm wird angegriffen sein. Und wenn er zieht, dann ist der Bauer auf F7 weg. Die Dame verzog sich nun nach F6 und nach Dame schlägt F6. Und hier ein paar weiteren Zügen. Ist die Übermacht der weißen Leichtfiguren hier offensichtlich. Absolut. Das wird Schwarz sicherlich nicht mehr halten können. Und deswegen gab Anish Giri hier auf. Also auch ein sehr starkes, spannendes Turnier. Immer noch in vollem Gange oder in halb vollem Gange noch zwei Runden, drei Runden zu spielen. Wie viele? Sagen wir. Drei Runden. Vier. Ah, sagen wir vier. Fünf. Okay. Nee, nicht so viel. Fünf. Nee, vier Runden zu spielen. Ich lege mich auf vier Runden fest. Okay. Und dann hatten wir noch ein weiteres interessantes Turnier, nämlich die Frauen-Europameisterschaft, die gerade zu Ende gegangen ist im bulgarischen Plovdiv. Und diese Europameisterschaft hat Valentina Gunina aus Russland gewonnen. Ziemlich souverän, muss man sagen. Ne? 9 aus 11, aber extrem viele volle Punkte eingefahren unterwegs. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch und sie hat Doppelgrund zu feiern. Ich weiß gar nicht. Das ist ihr zweiter Europameisterschaftstitel. 2012 hat sie schon mal gewonnen. Einmal das, worauf ich hinaus wollte, die russische Frauenmannschaft wurde ja Stand heute wieder zur Olympiade zugelassen. Ich weiß gar nicht, ob Gunina in der Mannschaft ist, aber als amtierende Europameisterin. Sollte sie. Ich vermute schon. Es gab da ja auch einige Kontroversen. Weil Katharina Lachno, glaube ich, die Föderation gewechselt hat von Ukraine nach Russland. Daher die russische Verspätung mit der Mannschaftsaufstellung, was zu einigem Drama führte. Aber Frau Gunina, vermutlich ist sie in der Mannschaft, hat auf jeden Fall den Einzeltitel sich schon mal gesichert. Und mir gefiel dieses Segment, ein harmlos aussehendes Endspiel. Weiß hat einen Bauern mehr, aber der A4 ist ein Kind des Todes. Aber Gunina, eine sehr starke Angriffsspielerin, geht hier auf den König los. G4, starker Zug. Plant mit G5 dem schwarzen König die Luft abzuschnüren. Der versucht sich mit H6 ein bisschen Frische zu verschaffen. Wie auch wir im Studio hier bei tropischen 80 Grad. Aber nach H4 hilft H6 nicht. Ähnlich wie unser Ventilator. Daher auch. Den man hoffentlich nicht allzu deutlich im Hintergrund hört. Das, wir müssen auf jeden Fall die ganze Zeit sprechen, um das zu übertönen. Also jetzt bedient sich Javakishvili. Lela Javakishvili. Auch eine sehr starke georgische Spielerin. Auf A4. Auch eine Frauen-Topspielerin, absolut.
Nach Turmschlecht A4 ist Material inzwischen gleich, aber mit G von Pferd der Sargnagel installiert. Und wir sehen schon, dass Turm D8 zu einigem Ärger führen könnte. Schwarz versucht Turm nach B4. Turmtausch wäre natürlich im schwarzen Sinne, dann gibt es keine Mats mehr. Aber einfach Turm E8 erneuert die Drohung Turm D8. Und es gibt nicht so viel, was Schwarz hier noch machen kann, komischerweise. Die weißen Figuren sind sehr aktiv, sehr dominant auf ihren zentralen Feldern. Und Schwarz muss irgendwas hergeben, irgendeine Art materiellen Opfer. Schwarz versucht noch einen eigentlich gar nicht schlecht aussehenden letzten Trick. Springer B6. Oh, sorry. Springer B6, Turm D nach D8 und Turm C8 versucht hier hintenrum diese achte Reihe zu decken. Aber und wenn jetzt Turm G8 kommt, dann hat Weiß, und das ist die Idee von dem Ganzen, nicht mehr als ein Dauerschach, denn der zweite Turm kann nicht nach G8, weil das einfach Turmschlag G8 nach sich ziehen würde. Und würde Weiß stattdessen auf C8 einfach zweimal schlagen, dann ist der Springer auf D4 natürlich ungedeckt. Aber und hier wieder letzte Frage für heute an alle Zuschauer, die uns durch die ganze Sendung treu geblieben sind. Matt in zwei Zügen. Ihr seid am Zug. Pause? Matt in zwei. Oder? Matt in zwei, ja. Turm G8 ist nicht, haben wir schon impliziert. Unsere Zuschauer sind allesamt sehr, sehr starke Spieler. Sind beides Titelträger, so sage ich mal. Und haben natürlich die richtige Lösung schon lange gefunden. Springer E6. F schlägt E6 und nun Turm E7. Ein schönes Schachmatt. Matt auf den beiden letzten Reihen. Und hier sehen wir ganz schön den Sinn des Bauern auf G5, der den König einkerkert, ein kleines Gefängnis für ihn herstellt. Und nach Springer E6 gab die Schwarzspielerin hier auf. Nicht zu früh, nicht zu spät. Ich glaube, genau der richtige Zeitpunkt zur Aufgabe. Wobei Ruslan Ponomariov sich hat matt setzen lassen tatsächlich, ja, in der Partie gegen Caruana. Ich glaube, das war eher fürs Publikum. Ja, hast du dich schon mal matt setzen lassen? Ja, habe ich. Meistens habe ich es eigentlich nicht gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich habe matt setzen lassen. Ich sollte mir das angewöhnen. Das ist zu stark, zu solide einfach. Das es gibt einen Spieler, der versucht, sich immer matt setzen zu lassen, wenn er sowieso schon auf Verlust steht, weil er daran eine gewisse Freude zu empfinden scheint. Twan Burg aus den Niederlanden. Schon sehr viele Partien gesehen, wo er... Das verwirrt die Gegner immer ein bisschen, dass er dann einfach versucht, einen selbst mal zu konzipieren, mit dem König einfach mal völlig unmotiviert ins Zentrum läuft und sich dort matt setzen lässt. So hat jeder seine Vorlieben. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Der Juli neigt sich schon fast wieder dem Ende zu. Aber im August wird auch einiges passieren. Im August wird einiges passieren. Vor allem die Schacholympiade sind wir natürlich extrem motiviert. Wir werden kommentieren, schreiben, Highlight-Videos machen und euch auf dem Laufenden halten auf diversen Kanälen. Und wir sehen uns spätestens da. Bis dahin.